Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute. Creed Collectors Edition aus Frankreich und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier mal ein Riesenpaket. Eine Edition, auf die ich schon eine ganze Weile scharf war. Und zwar die Creed, ich glaube Collectors Edition, Literary Target de Rocky Balboa, was weiß ich, was das heißt. Kommt aus Frankreich, habe ich von Amazon Frankreich, hat gekostet, als rauskam, 250 Euro. Ich hatte damals wirklich ein bisschen überlegt, mir die zu holen. Und da habe ich aber gedacht, nein, der Preis ist einfach zu fett. Da wartest du einfach, bis die billiger wird. Ja, dann habe ich immer gewartet, immer wieder geschaut. Aber das Ding ist einfach nicht günstiger geworden. Aber jetzt... Kurz vor Weihnachten war mal in Frankreich in Zell irgendwie, da war es mit bei und habe ich das gute Stück für knapp 70 Euro bekommen. Und da konnte ich dann nicht widerstehen. Kurz vorher war es mal, glaube ich, so bei 150, da habe ich auch schon überlegt, aber ich dachte, ist doch auch noch ein bisschen viel. Und jetzt bei 70 Euro, schaut euch mal diesen riesen Karton an. Aber ich sage, kommen wir dazu. Wie gesagt, vorne schön großes Motiv, ist auch, glaube ich, das von der Disc. Dieser Film, muss ich nichts zu sagen, ist absolut genial. Ich fand den wirklich richtig super. So, Rückseite haben wir dann hier schon den Inhalt. Wir sehen hier, die Box. Wir haben das Steelbook da drin und eine Boxhose und Boxhandschuhe. Das ist der Inhalt von denen. Mal gucken, wie hochwertig die sind, die Boxhandschuhe. Wie gesagt, Box weiter. Unten haben wir, steht eigentlich alles dasselbe drauf, immer nur dieses Creed. Literal der Rocky Balboa oder was weiß ich, ja. Alles dasselbe. Aber würde ich sagen, packen wir das einfach mal aus hier. Bin schon ganz gespannt drauf. Na komm. Wie gesagt, die Rocky-Filme, auch die alten und so, alles super. Der letzte hier, Balboa, also den er davor gemacht hat, auch super. Das sind wirklich super Filme. Wie gesagt, der neue hier war auch wirklich... richtig, richtig gut. So, dann schauen wir mal. Oh, haben wir noch das noch so ein Ding? Das kann man noch abmachen hier, glaube ich. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas Besonderes hinter ist. Na, haben wir noch was Bilder aus den Filmen sozusagen. Ja, klebe ich mal wieder ran hier. So, aber jetzt... Gucken wir mal hier, dass wir das aufkriegen. Pappe. So. Gucken wir da mal rein. So sieht das Ganze aus, wenn man das öffnet. Aber dann halt die Boxhandschuhe, die Hose und hier das Steelbook. So. Was fangen wir als erstes an? Fangen wir mit dem Steelbook an. Wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, das Bekannte, was es auch bei uns gab. Packen wir es mal aus. Ich weiß gar nicht, hat der deutschen Ton mit bei? Nein, Dolby. Ich glaube, ja. So. Jetzt haben wir hier noch so ein Dings drüber hier. Ah, wieder schön mit Klebepunkte. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kleben wie Sau. Hinten auch noch. Oh, nee, doch. Das war ja klar. So, dann haben wir hier natürlich auch französisch alles. J-Card. Seite wieder damit. So, ich glaube, das ist das Steelbook, was es auch bei uns gab, ja. Ich glaube, das ist das, ja. Schön, also in matt. Ist jetzt nicht so ein schönes Steelbook, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es war von dem Bild her so mit dem Boxring gut geschossen, aber irgendwie ist mir das einfach zu groß irgendwie. Man hätte vielleicht nur Creed ohne hier dieses Rocky Balboa und ohne die Rückseite. Das ist eigentlich ein schönes, cooles Motiv. Bisschen viel Schrift unten, aber sonst... in Ordnung. Hier haben wir dann Creed. So sieht das Ganze aus, wenn man das öffnet. Dann haben wir hier noch... Ich wusste gar nicht, dass es da ein Spiel beim
für Google Play und den Apple Store gibt. Also ein Mobile Gaming Spiel, haben wir hier Werbung für. Ja, haben wir hier nur die Disc, halt ganz normal. Und hier das Hintergrundbild, das ist auch ganz cool eigentlich. Ja, das also zu dem Steelbook. Ja, rein hier. So, packen wir das mal. Ah ja, packen wir mal. So groß hier mit diesem. Ich würde sagen, wir nehmen einfach erstmal alles raus. Dann kann ich das nämlich hier beiseite packen. Gucken hier. Nichts weiter drin. Nein. So, dann packen wir nämlich die Box beiseite. Da haben wir nämlich mehr Platz. Würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu den Boxhandschuhen. Aber muss ich sagen, die fühlen sich schon sehr hochwertig an. Also, ist jetzt keine direkte Marke zu erkennen hier. Was haben wir hier drin? Ein Schildchen. Nee, das ist wirklich Warner Brothers. Made in China. Ja, das ist jetzt nicht, dass ich habe gedacht, vielleicht steckt da irgendein namhafter Hersteller von Boxhandschuhen hinter. Jetzt zeigen wir uns die mal hier im Detail. Haben wir hier, halt sind in schwarz. Ich denke mal, na, Kunstleder, auf jeden Fall kein echtes Leder. Haben wir hier halt diese Sterne, sind so, ja, so farblich drauf. Dann haben wir hier halt so ein Creed-Aufnäher-Patch, würde ich sagen. Also richtig aufgenäht hier. Natürlich ein Klettverschluss. Innenseite sieht die ganze so aus. Also die sehen schon sehr hochwertig aus, muss ich schon sagen. Mal rein. Sind aber ziemlich leicht. Ich mach mal rein um hier. Ja, fühlen sich auch eigentlich ganz gut an. Wie gesagt, ich habe in meiner Freizeit mache ich ein bisschen Thai-Boxen. Daher kenne ich mich ein bisschen aus mit Boxhandschuhen. Und ja, ich denke mal, das sind so ganz einfache. Die sind jetzt nicht hier fast nicht vorne ein bisschen komisch an. Man kann da nicht so richtig rumgreifen. Ja, das sind wirklich keine hochwertigen. Doch jetzt. Muss man erst richtig. Jetzt haben wir es. Ja, haben ja auch ziemlich wenig Luftlöcher hier unten. Bloß hier diese paar. Ja, das sind vielleicht welche, die würden vielleicht, sage ich mal, sind schon gut gepolstert, das muss man schon sagen. So in der Preisklasse zwischen 30 und 60 Euro würde ich die jetzt ansiedeln, sage ich mal. Also. Im Wert, sage ich mal. Und darum sind diese 250 Euro, fand ich eigentlich viel zu hoch angesetzt. Ist jetzt so meine Einschätzung. Aber die sind wirklich gut, muss ich sagen. Ich werde die natürlich nicht benutzen. Die werden natürlich im Schrank bleiben. Na gut, das dazu. So, dann kommen wir hier zu der Hose. Die fasse ich schon mal richtig schwer an. Oh, die sieht sehr groß aus. Und mal hier. Könnt ihr sehen hier. Stinkt auch ein bisschen. Aber ist so ein schöner Satin, oder wie heißt das? Satinstoff hier. So fühlt es sich jedenfalls an. Haben wir hier dann schön, sage ich mal, Creed. Haben wir hier schön Gummi, sogar mit Netz drin. Also muss man schon sagen, von der Qualität her sieht die ganz gut aus. Und die Sterne, das ist jetzt hier so ein, ja, so ein, wie heißt das, Flexdruck oder so, so ein gummierter Druck haben wir hier. Von diesen Sternen halt. Also fässt sich sehr gut an, also auch hochwertig. Ich glaube nicht, dass die so schnell abgehen. Wir haben jetzt hier aber auch keine, doch hier haben wir. Natürlich made in China. Steht gar keine Größe drin. Nö, nee, Größe haben wir hier nicht. Naja, könnte passen.
Aber nee, die will ich mir sowieso was in der Vitrine legen oder so. Aber sieht schon cool aus, die Hose, oder? Zeigst du mal hier von hinten das Ganze so aus. Ja, an sich wirklich eine coole Edition. Wir haben hier, wie gesagt, die Hose, die beiden Boxhandschuhe. Und das Steelbook, wie gesagt, für 70 Euro ist der Preis angemessen, aber für 250 Euro absolut jeder Vorstellung, sage ich mal, ja. Aber für 70 Euro ist es, wie gesagt, 100 Euro hätte ich dafür auch nicht bezahlt, aber die 70 Euro ist es schon, ist schon okay, ja. Ja, das soll es denn zu dieser Edition gewesen sein. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die so gefallen habt. Ich meine, ihr könnt mir ja schreiben, wie euch die Edition so gefallen hat oder wie ihr auch den Film fandet. Wie gesagt, ich finde den wirklich absolut Sahne, richtig Bombe war der. Und ja, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.